in diesem Video. Aber ich habe gleich drei Entwicklungen, ne? nach einem Kampf. Ist das nicht gut? Flo entwickelt sich! Kroke! Jetzt habe ich den Namen auch endlich mal von Niki im Kopf. Du, von Filori war es eigentlich ganz... Moin Freunde und damit herzlich willkommen in der Paldea-Region. Wir sind hier noch auf der wunderschönen westlichen Ebene 1 mit Rubin natürlich im Gepäck und werden weiterhin erkunden. Und Rubin ist wahrscheinlich auch noch hier in der Nähe, ne? Ja, ich bin quasi bei der Xbox Arena gerade. Also ich bin quasi gerade in der Stadt, wo der Arena-Leiter ist, weil ich da am Trainieren und am Heilen bin, sozusagen. Mhm. Und ja, wir hatten ja im letzten Part wunderbare eine Wait gehabt mit, ich sehe die Xbox-Arena, die ist so wunderschön, mit einem Paldea-Felino. Es ist halt die Frage, welches Regionalfront findest du am besten? Also kennst du sicherlich alle oder? Und großen Teil kenne ich tatsächlich. Von den Paldea-Entwicklungen meinst du jetzt spezifisch, ne? Ich meine jetzt allgemein wie Alola, Dixie oder. Ach so! Gala. So allgemein, was findest du, also welche magst du am meisten? Also. Also, weil wir hatten das Welt ja gehabt und das ist ja quasi eine Regionalform. Und was magst du als Regionalform lieber? Also was sagst du, boah, das ist genial, oder wo sagst du, oh, das ist schrecklich, aber das könnten wir in einer anderen Folge ja mal so reden. Also gerade nur wirklich, welche Regionalform findest du am tollsten, am genialsten? Also tatsächlich gibt es ja diese verschiedenen... regionsspezifischen Pokémon erst seit 3-4 Gens. Seit 3 Gens eher. Und ja, ich bin Alola. Vorher eigentlich, also wo das angefangen hat damit, ja, war ich überhaupt kein Fan davon. Bin ich ehrlich, ich war so sehr negativ drauf gestimmt, weil ich einfach nicht, weil ich das nicht schön fand, dass man Pokémon genommen hat und die einfach in einer anderen Farbe oder in einem anderen kleinen Design gemacht hat, womit die halt einen anderen Typen bekommen und einen anderen Typ möglich ist. War irgendwie nicht so, wo ich sagte, ey, das finde ich geil. Aber ich muss schließlich und letztendlich auch mal sagen, dass tatsächlich viele neue Möglichkeiten dazu offenbart sind, zu diesem Pokémon. Und es gibt keine richtige keine richtige Form, die ich wirklich am meisten mag. Alle haben so ein bisschen ihren Touch, wie zum Beispiel Felino mag ich tatsächlich sehr, auch wenn es nur dunkel ist. Die Weiterentwicklung weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Aber am meisten als Pokémon finde ich tatsächlich Alola Vulnona am schönsten von allen Formen, die ich bisher so kenne. Also die finde ich auch schon, aber ich war richtig begeistert, als ich das gesehen habe, als das angekündigt worden ist, weil ich gedacht habe, jetzt, das ist ja normal, dass die mal anders aussehen, so wenn ein Vulpix wie jetzt Vulnona quasi ein eisiges Gebiet freilässt, das muss sich ja irgendwie an das eisige Gebiet anpassen und Vulnona finde ich wirklich richtig schön. Was ich auch sehr mag, ist das My Little Pony Ponita. Das My Little Pony Ponita? Wir wählen ja, übrigens noch ein Raid. Das kann ich ja mal gucken, aber ich weiß nicht, ob das mein Raid ist. Deiner. Ja. Ist deiner auf jeden Fall. Ich muss so gut gucken. Also wie gesagt, Gala Ponita liebe ich wirklich, weil es einfach schön aussieht, aber es ist My Little Pony. Es ist einfach nur My Little Pony Ponita. Vulnona finde ich halt so cool, weil diesen Fee-Eistypen, das ist so. Ja. Das ist halt ein, auch, es macht mir dieses Mystery, Hard Mystery. Ja, also wie gesagt, da kann ich dir komplett zustimmen. Ich bin halt jetzt eigentlich recht neutral gestimmt. Ich finde es halt gut, ja, weil das macht ja natürlich Sinn. Jegliche Region, die du reist, haben ja auch unterschiedliche Witterungen und alle drum und dran. Und da muss sich natürlich wie auch im echten Leben ein Tier daran anpassen. Und deswegen fand ich die Idee schlussendlich jetzt eigentlich ja nicht so schlecht. Aber am Anfang war ich halt sehr kritisch dahingegen. Was mich halt noch ein bisschen nervt, ist halt wirklich, dass halt Pokémon... Mich wundert, dass Numanda noch nicht in der Regionalform bekommen hat, weil Numanda ist ja eine Mega-Entwicklung, das kriegt ja alles in den Arsch geschoben. Mhm. Aber Numanda hat noch keine Regionalform, und Pikachu auch noch nicht, aber das hat ja sowieso immer seine Krone. Aber Mauzi hat, glaube ich, 2 Regionalformen.
Gala Mauzi und Alola Mauzi. Genau. Ich bin gerade überlegen, was ist denn auch noch ein Gala Pokémon? Ich denke, Smogmog. Ich weiß nicht, ob du Gala Smogmog kennst. Ja, Gala Smogmog war auch cool. Oder ist cool. Mit seinem. Aber es scheiße aussieht, aber es passt. Ich finde das voll cool mit seinem Sombrero. Mit seinem Zylinder, meine ich. Ich finde das so hässlich, aber es passt so extrem gut da rein. Es ist halt echt so. Aber was hat denn der für einen Typ eigentlich? Fee, wie ich weiß. Ich glaube, Fee Psycho. Ah, Fee Psycho. Okay, das ist krass. Ich kann nochmal nachschauen. Also, es ist definitiv Fee. Aber es kann auch sein, dass es Fee Gift ist. Guck mal. Gala. Ey, ich bin gerade so doof, ne? Ich hab gerade vergessen, welche Pokémon er einsetzt. Ach, Mobtiff, ja stimmt. Unlicht. Unser Don Felipe. Giftfee, ja, okay. Weil Gift hatte ich mir schon gedacht, er muss ja eigentlich Gift bleiben, weil vom Aussehen her ist der ja, ändert er sich ja, grundlegend nichts. Aber Giftfee ist eigentlich gut, wenn man überlegt, dass er Feenattacken effektiv gegen Giftattacken effektiv gegen Feen sind. Der ja in dem Sinne auskontern. Genau, das ist ja dann neutral. Das Einzige, was halt sehr effektiv ist, ist ja dann Psycho. Stahl. Stahl? Ja, Fee ist als effektiv gegen Stahl. Ich kann ja mal gucken. Ja, aber nicht sehr effektiv auf Gift. Ich gucke gerade mal. Also doch, er hat keine Vierfach-Schwäche. Zweifach Boden, Psycho und Stahl. Okay. Also kannst du mit einem Stahlangriff Galas Mokmon besiegen. Krass, okay, hätte ich aber ja tatsächlich ja nicht gedacht. Ich schon, aber wie gesagt, das war wegen Feenattacken. Was gibt's noch für ein Regenattacken, was du cool findest, oder? Na, wie gesagt, Filino. Filino, diese jetzige Filino hier, finde ich eigentlich mega. Also, du kennst noch nicht die neueste Form von dem Minecraft, die bei mir das stimmt. Und das ist, ich finde, die sieht cool aus. Also, die hat auf jeden Fall bestimmt was. Ja, die hat definitiv was. Alter, ich muss mich gerade hart konzentrieren bei dem Kampf. Tut mir leid, da war ich gerade total in den Kampf versinkt. Was ist denn nette? Ja, wie soll denn der 100 Camp-Pokémon? Papuli. Alter. Was für ein Kampf war das denn bitte? So konzentriert bist du schon auf diesen Kampf. Ja, das war ja jetzt auch wild, du. Der Typ hatte mich ja fast auseinandergenommen. Ich habe schon Tote gesehen. Das ist schlecht, dass du schon tot bist. Aber ich habe gleich 3 Entwicklungen, ne? nach einem Kampf. Ist das nicht gut? Flo entwickelt sich! Guck dir Flo an. Nun ist eine Fuente. Ja. Was? Fuentente? Fuentente. Fuenten. Ach, keine Ahnung, Alter. Kann man genau sprechen. Kroke. Jetzt habe ich den Namen auch endlich mal von Niki im Kopf. Kroke. Und jetzt entwickelt er sich. Ja, zu Lokroke. Lokroko. Ja, okay. Die haben ein O hinzugefügt und das L nach vorne getan. Ja, ich finde sowieso, die Namen sind hier alle so sehr seltsam. So, von Filori war es eigentlich ganz... War der Name Kluglubik komplett anders, ne? Oder? Feliospa, oh mein Gott. So ist es ja, einfach. Feliospa, Lokroko und das andere habe ich schon wieder vergessen, weil... Fuententente. Gottes Willen. Läuft bei dir. Ja, 3 Entwicklungen nach einem Kampf. So macht man das.
So macht man das. Das muss mal müssen die anderen mal vor, weil ich glaube, Level 17 und so ist schon ein bisschen haarig. Ich glaube, die Arena machst du mit links fertig. Ich bin aber noch nicht, glaube ich, überlevelt, oder? Oder ein Level, glaube ich, überlevelt, ne? Ich weiß es nicht, muss man eben auf die Liste. Alter, warum ist dein Horn Weisel? Das sollst du lieber nicht angreifen. Ach nee, das ist safe Level 30 oder so. 24, glaube ich. Muss er nur L, Z, L oder wie es immer heißt. Ja, stimmt, das hätte ich einfach mal müssen. Ich fang mal die Olive, die hier rumschwirrt. Als ob er nicht in einem Pokéball drin bleibt. Sind wir mal realistisch, ja? Das ist eine Olive. Es ist auch eine Baby-Olive. Ja. Das ist quasi ein Wampel. Okay. So. Wem will ich denn jetzt eine Olive nachbenennen? Wer wird eine Olive? Wer erinnert mich als erstes, wenn ich an eine Olive denke? Gibt's noch ein neues Kaktus-Pokémon? Nein. Okay, dann wird Andy jetzt die Olive. Es ist weiblich. Es ist Andy, die weibliche Olive. Aber Andy. Andy, die. Oh. Dann gucken wir uns auf Level. Kapi 1. So, ich geh mal kurz heilen nach unten. Vatribi kann ich leider nicht fangen, weil Vatribi gehört leider zu den älteren Gens. Ja, doch, ist richtig, was ich sagen wollte. Ich dürfte fangen, aber was soll ich mit dem Vatribi? Ich muss erstmal weiblich finden. Oder du nimmst den dicke Hornweisel. Lol, ich bin auf einem Dick da gelandet. Ups. Oder du nimmst den Hornweisel. Das rumschwirrt. Ist doch nur Level 24, Mann. Easy. Nein, danke. Hi, da bist du ja. Ja, ich bin gerade am Heilen. Oh Gott. Gerade gab es ein paar Einbrüche. Ja, weil ich in der Nähe war und war ich da reingelaufen. So. Ich hoffe mal, dass es bei dir mal regnet. Da musst du nämlich hier die Pummeluft beobachten. Dann kommt nämlich was Lustiges. Warum? Will ich dir den Spaß nehmen? Nee, willst du bestimmt nicht. Aber warum? Okay, wir werden es ja dann sehen, wenn es soweit ist. Also es muss wirklich regnen und stürmen. Da musst du die Pummeluft beobachten. Oh mein Gott, sind die Pummeluft so leicht, dass die vorweg einfach wegfliegen? Ja. Nicht dein Ernst, das haben die nie gemacht. Ey, der Terror-Raid, wer wartet noch da, Rubin? Ich weiß nicht mal, wo der ist. Hier hinten. Da, wo der Kristall glitzert. Da. Wo hängst du denn herum? Vorne, bevor du zur Stadt kommst. Hast du den? Ich lauf grad zu dir. Weil ich würde gerne da hinten noch ein bisschen weiter erkunden. Da ist auch noch was am Glitzern. Leute, da oben ist ja auch noch ein Dings. Ein Pokémon-Center. Ja. Hier sind überall welche verteilt. Oh, ein Weise, Alter. Geh weg. Oh nein. Oh. Ey, ich hab Angst, dass das Spiel abschmiert, ne? Hab ich ja gerade auch Angst gehabt. Junge, ja, wieso bleibt denn das stehen? Wegen Megaleck. Zu viel erkundet. Mega-Leck. Ja, das Spiel sagt, mach mal die Arena. Ja, du dürfst nicht erkunden. Nee, kannst du vergessen, Spiel. Ich will. Was ich will, will ich. Wäre ein Medite mit Gifttyp, also... Ja, nimm mit. Also doch, nimm mit wegen den EP-Bonbon. You know. Ja, gut. Dann suche ich mal nach Mitspielern. Bleib mal teilnehmen. Werde ich eigentlich hin teleportiert immer? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube eigentlich nicht. Er hat ja den Gift-Typ nicht mit meinem... Muss ich selbst mal gucken, was ich nehme dafür. Er hat Gift, ja? Muss Gift sein. Ich hab gar nichts. Ich hab auch nichts Gutes dagegen. Mit Trassler kann ich schlecht reingehen. Ich nehme, glaube ich, einfach. Ich nehme. Filori macht keinen Sinn, das wäre so negativ. Ich nehme Einächer, also mein. Ich nehme Niki mit. Niki ist immer Standard. Ich gehe mit einfach mit meinen Shiny Enten rein, ein bisschen zu ärgern. Gift. Gift, ja, Gift, Gift. Wir haben halt. Boden habe. Oh mein Gott, ich hatte doch Filino. Aber Felino hat, glaube ich, noch keinen guten Boden. Hat nee, der hat, glaube ich, auch nur Lebensschuss. Ich muss ja auch Great Beginning gucken.
So, zurück zu dem Original-Pokémon. Was hältst du denn von Alola Raichu? Ich finde es so lustig, dass es mit quasi den Schwanz zum Surfen benutzt. Ich bin tatsächlich, also ich weiß zum Beispiel von Hades, dass er das überhaupt gar nicht mag oder von einigen, dass die das nicht mögen. Ich muss sagen, ich finde den Typen, sowohl den Typen als auch das Pokémon dadurch viel, viel interessanter als die normale Form. Und das ist auch so ein Pokémon, wo ich sage, der ist high, also dieses ist besser als das normale, Pokémon. Bin ich ehrlich. Also Alola Raichu ist mega. Achso. Also ich halt die Erklärung finde ich halt so bescheuert, warum es auf seinem Schwanz surft. Achso, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil wegen den Typen Psycho, weißt du, kannst du ja im Allgemeinen so psychisch schweben oder sonst die Sachen. Und das schwebt einfach, das surft nicht, das schwebt, weißt du? Ja, aber die Sache ist halt, ich glaube, es schwebt, weil es halt liefert oder irgendwie sowas, weil es gerne essen ist. Irgendwie so gab es, glaube ich, die Erklärung, weil es quasi in diese Alola-Form verwandelt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das meine ich mit Erklärung. Schau, so. Ich kennengelernt habe. So, ich hab ein Problem, Rubin. Wenn du jetzt weg bist, dann bin ich alleine gegen das Ding. Ich muss jetzt zurück. Hä? Du hast noch zwei andere. Ja, aber müsstest du nicht auch gleich wieder zurückkommen? Ich bin wieder da. Kann ich nicht auch terra-kristallisieren? Nee. Nee, dreimal musste. Also, ich musste dreimal aufladen, bevor ich Terra-Rain konnte. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich quasi. Ich glaub, das wird nicht. Na, der ist sau stark, muss ich sagen, weil der auf Level 2 ist, ne? Stufe 2, Mon. Ach so, hab ich gar nicht. Kannst du einmal durchheilen vielleicht? Ah, nee, warte, ist alles gut. Noch ist alles gut. Das war auf die beiden, oder? Ich muss halt aufpassen, weil ich bin jetzt schon bei der Hälfte jetzt nur noch. Oh Gott. Glaub an uns und unsere Kraft der Und ich erst. Alter, die anderen sind tot! Boah, ich hab mit einem Kaffee überlebt, das macht mich fertig. Ich bin verwirrt, Rubin, das ist schlecht. Nein! Niki, nein! Schau ja, ich vertraue in dir. Scheiße, Alter. Was ist das denn? Wir machen mal so nebenbei ein Raid. Wir haben noch Zeit. Denk dran. Ich bin gleich ja, wieder da. Niki ist verwirrt. Ich kann nichts tun. Oh mein Gott, Niki, du bist die Sau. Mach ihn weg. Toll, dann wenn ich wieder belebt werde. Oh ne, lebt noch. Jetzt ist es weg. Alter, Niki hat einfach gut durchgehalten. So, Mititia hatte Gift, ne? Ja. Ganz aber wie im Wundertausch. Kann ich das mal Wundertauschen? Dadurch, weil Gift ist, nehme ich mal oben nicht mit. Finde ich doof. Das aber wir kriegen EP-Bonbon. S. Du darfst es doch sowieso nicht mitnehmen. Nee, aber ich würde es so als nebenbei haben, weißt du, weil das ja auch so eine Hauptedition ist, die ich dann für andere Sachen später nutze, wahrscheinlich. Nein, nicht für Shiny-Hunten. Auch wenn das manche gerne sehen würden, wie ich mich aufrege, wenn ich versuche, ein Shiny zu fangen. Hat schon dich aufgeregt, dass von mir meinen Augen quasi ein Shiny aufgetaucht ist. Ey, ich kann. Also, dieses Shiny fangen, ne? Ich finde das zwar irgendwie. Also, ich würde das als Gefühl positiv empfinden, wenn ich natürlich was. Wenn ich eine ganze Weile was suche, auch was finde. Finde ich halt cool, das Gefühl. Aber ich würde mich so aufregen nach einer Weile. Das würde mir denn einfach den. Ich glaube, das würde mir den Spaß rauben. Mir auch, also. Ich kann auch nicht zum Beispiel nicht Winnie Day verstehen, dass er da wirklich die ganze Zeit Arceus Shiny hunted. Ich mir denke. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, wenn man jetzt, sagen wir mal, hätte, ja, die Zuschauer, die ihn dauerhaft zuhören und ihn hier belabern von der Seite, dann belabern im Sinne von Positives natürlich, also ihn ablenken, dann glaube ich, ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wie man denkt. Dann macht man das wirklich nur noch. Dafür, dass man halt mit den Leuten reden kann, weißt du? Ja gut, damit kann man sicherlich gut mit den Leuten reden. Aber irgendwann wäre es mir, glaube ich, auch zu langweilig. Ich glaube, also für mich ist es tatsächlich auch zum Zuschauen eher zäh. Ich kann es zwar anschauen für eine gewisse Weile, ja, weißt du, so
circa eine Stunde ist Maximum, danach brauche ich was anderes. Wenn das immer derselbe Move ist, dann ist das irgendwie für mich auch irgendwann anstrengend, das anzuschauen. Ich schaue das nicht an, ich höre das immer so nebenbei, während ich dann zum Beispiel Videos bearbeite oder so. Das kann man sehr gut tatsächlich. Also für nebenbei Sachen kann man das echt gut. Das kann man mega abschalten. Ich habe da noch nie bei ihm richtig so zugeschaut und habe dann quasi das gemacht. Ich habe jedes Mal da immer irgendwas nebenbei gemacht, weil es mir sonst zu langweilig wäre. Ich würde es leider sagen, aber es wäre mir irgendwann einfach zu langweilig. Wie gesagt, kann man auch verstehen. Ist halt, dazu muss man wahrscheinlich auch ein Mensch sein, der das sehr gerne macht, mit Leidenschaft. Oder es ist halt, wie gesagt, wenn man halt mit den Leuten, also mit den richtigen Leuten denn da abhängt, dann kann es auch sein, dass es ihnen dann sehr viel Spaß macht, weil man halt viel Ablenkung hat, nicht so viel konzentriert sich auf das Spiel. Weil da brauchst du ja wirklich so am besten gar keine Konzentration auf das Spiel, sondern einfach nur vielleicht abhängen mit den Leuten und quatschen. Was halt ein großer Vorteil ist, finde ich, jetzt für Let's Play und allgemein, für Stream und so. Wenn man ja schon gerne mit den Leuten so ein bisschen unterhält. Hier und da. Und das ist halt schon cool. Aber dazu muss man halt auch die gewisse Laune haben, ne? Und gewiss auch die Konzentration. Und das weiß ich nicht, ob ich die hätte. Ich glaube, es würde auch noch mehr Spaß machen, wenn du mal mit jemandem quatschen kannst. Also wirklich mit, zum Beispiel, dass wir beide jetzt sagen, wir halten jetzt rein und quatschen dabei, wie der Winnie, der mit seinem Bruder macht, der macht da ja raus eine Challenge und dass man wirklich dabei macht, der findet als erstes sein Shiny. Ja, das ist natürlich auch noch eine Sache, die, glaube ich, da denn auch noch mal ein Stück verbessert. Dass man halt dadurch halt. Auch diese Shiny Sandwich, also man könnte, wenn die Leute Lust haben, sagen, am Ende machen wir noch ein paar so einen Livestream, wo wir schauen, wer als erstes ein Shiny ist. Ein Wunsch-Shiny. Dann wäre ich tatsächlich für ein Lucario. Ja, oder ein Wunsch-Shiny. Das würde wahrscheinlich sogar noch interessant sein, dass wir wirklich sagen, am Ende, wir treffen uns zusammen und reden einfach mal und schauen, wer als erstes ein Shiny bekommt. Ja, aber da können wir dann gucken jeweils, wie unsere Laune noch nach bis zum Ende ist. Weiß man ja nie. Geschweige, wir wissen halt auch nicht, wie groß das Projekt ist. Wenn das Projekt jetzt hier dadurch, weil ich ja so viel mache, über 200 Parts sieht oder so, dann ist das halt natürlich auch irgendwann anstrengend, kann ich mir vorstellen. Solange, ich sag mal so, ich hab jetzt für 4 Monate... Alter, was ist denn das für ein Gigaspenst? Wo hast du denn das gefunden? Oben auf dem Dings. Das hab ich noch nie gesehen. Die Truhe? Nö, ich hab noch nie eine Truhe gesehen. Ich hab's jedenfalls gefangen. Meine Güte, hat das ewig gedauert gerade. Nee, aber was wolltest du hinaus? Oh, jetzt bin ich gerade gerade so am Überlegen. Ach ja, also ich habe doch für, ich habe für 4 Monate Nintendo Online. Mhm. Dementsprechend haben wir 4 Monate erstmal Zeit aufzunehmen. Bis ich mir wieder Nintendo Online kaufen muss. Ich habe ja extra für dich Nintendo Online geholt. Das muss man auch schon sagen. Finde ich sehr gut, sehr nett von dir, Rubin. Das ist super, super lieb. Keine Sorge, das Vieh überlebt alles. Gut, dass es das überlebt hat. Ich hätte es nicht überlebt. Du hättest dich mit Rotom gerettet. Ach so, ja stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Ey, ich denke immer noch an Legenden Arceus, ne, wo du runterfällst und einfach verstirbst. Ja. Verstirbst? What the hell? Es wäre interessanter gewesen. Finde ich nicht. Ich fand es anstrengend. Ich fand es anstrengend, wenn du quasi... das hast du ja nicht gemacht. Das hatte ich ja gemacht, wo ich ja gefühlt gestorben bin. Da konntest du ja Boreos und sowas sammeln. Mhm. Und das hat mich zerstört innerlich. Denn die greifen dich die ganze Zeit an und musst da hinterherlaufen. Und die sind quasi so geschützt. Und wie gesagt, die greifen dich an, du musst quasi erstmal so Matsche auf ihn draufschmeißen, damit sie quasi nicht mehr ihre Schutzschild haben, um dann einen Pokéball auf sie zu werfen. Und am besten wirfst du dann direkt einen Kampf-Pokémon gegen ihn, weil wenn du einmal einen Pokéball wirfst und es nicht drin bleibt, dann kannst du das wiederholen. Und wie gesagt, es greift dich ständig an, wie oft ich an diesem Vieh krepiert bin. Und das ist, ich muss das mit 4 Pokémon machen.
Ich hatte ja, das nur gut. Ich saß da, glaube ich, irgendwann 5 Stunden an ein Flieg ran. Da hab ich nur am Ende geschnitten. Und das alles hat klar. Mich aufgeregt. Nee, kann ich verstehen. Das ist ja übelst viel. Aber wie gesagt, das ist halt wieder dieses Ausdauer-Ding, ne? Wenn man die Ausdauer dazu hätte, würde ihnen das ja nicht jucken. Aber ich muss sagen, bei mir würde die Ausdauer, glaube ich... Ich habe viel Ausdauer, ja? So ist es nicht. Aber ich glaube, nach einer Weile würde auch bei mir die Ausdauer irgendwann reinkicken. Vielleicht liegt es... Das ist ja manchmal ausdauermäßig. Das heißt, du regst dich auf, dann hast du quasi gerade seine Verteidigung wieder durchbrochen. Und dann greift er dich an und dann stirbst du. Und dann kannst du alles wieder... Und dann kannst du wieder bis da hinten hinlaufen. Und das ist mega anstrengend. Du rastest da aus. Du kannst so dich vorsagen, dass die Zuschauer dir diese Kugel geschickt haben. Weil ich brauchte das ja für, quasi vollständig den Pokédex, um Arzt zu bekommen. Ach, stimmt. Wie gesagt, aber dafür habe ich ja auch gesagt, dass das Spiel nicht meins ist. Damals. Und bis heute bin ich echt der Meinung, zum Glück ist dieses Spiel hier nicht mal so stark an Arceus, Legenden Arceus angelehnt. Weil sonst, boah, wäre ich, glaube ich, sag ich mal, so sehr sad gewesen. Also ich fand die Grundidee ja schon gut, aber das Ende fand ich schrecklich. Also Grundidee von Legenden Arceus war auch gut, der Grundgedanke, aber es war mir denn zu viel Gegrinde. Zu viel Pokémon gespam, suchen und hier und da. Das war mir am Ende zu viel. Ja, genau. Das war bei mir nämlich auch immer das Problem, weil es sich einfach zu viel wiederholt hat. Du hast ja in jedem Gebiet das Gleiche gemacht. Du hast da was jemanden gesucht. Das Schlimmste fand ich immer noch dieses mit der einen, dieses Verstecken finden und so. Und dann mit Wascherquill durch die Gegend zu fliegen. Das fand ich so nervig. Und diese recycelte Pokémon, dass du in jedem Gebiet gefühlt das gleiche Pokémon hattest. Ja, das stimmt. Das war auch teilweise echt nervig. Und wie gesagt, die After-Story fand ich am schlimmsten mit Krippux sammeln, mit diesen Geisterlichtern, die werden massiert. Oh ja. Dann hatte ich nur noch eine Karte genommen, um quasi diese Liste zu machen. Und das Problem ist, dass auf deiner Karte ja nicht markiert wird, ob du dieses Geisterlicht schon hast. Und dann suchst du dieses Geisterlicht, aber hast es quasi schon aufgesammelt gehabt. Ah, ja. Nervig. Also ich weiß nicht, ich habe mich da immer noch durchgequält an diesem Geisterlicht da suchen. Brauchst du, wie gesagt, auch alle Pokémon, um Arceus zu begegnen. Wie gesagt, da bin ich echt zufrieden, dass die Leute gesagt haben, ey, wir bringen's dir. Das war die beste Entscheidung, weil sonst wäre ich am Limit gegangen, da bei dem Spiel. War auch die beste Entscheidung, wirklich. Ich hab einen Terror Raid. Ja, ich bin gerade, warte mal, ich bin gerade in Pokéball drin. Ein Kampf drin. Ich will mir mal eben auch dieses Spinn fangen. Oh, aber Leute, wir müssen leider erstmal den Part beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, weil ich sehe gerade, das ist ein bisschen fast Überlänge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Überlänge. Bis denne und ciao. Ciao, ciao.